Hallo, ich bin Eljenix. In diesem Video zeige ich euch, wie eure Sims endlich mehr Persönlichkeit bekommen können. Viel Spaß! Wenn es eine Sache gibt, die mich an die Sims 4 stört, dann sind es die einseitigen Persönlichkeiten der Sims. Aber zum Glück gibt es auch hierbei Mods, die das ganz einfach verbessern können. Falls du dich mit Mods noch nicht so gut auskennen solltest, dann blende ich dir jetzt hier rechts oben ein Video ein. Klick einfach drauf, hier erkläre ich alles Schritt für Schritt. Aber dann starten wir am besten gleich rein. Der erste Mod, den ich euch jetzt vorstelle, der nennt sich More Traits. Und für alle von euch, die Englisch können, müsste das eigentlich schon selbsterklärend sein, denn More Traits bedeutet ja einfach nur mehr Merkmale. Bei diesem Mod geht es aber jetzt nicht darum, dass generell mehr Merkmale in euer Spiel kommen, sondern es werden ganz einfach die Merkmal-Slots im Create a Sim erweitert. Und zwar können eure Sims dank diesem Mod bis zu 5 verschiedene Merkmale haben. Dabei können Erwachsene, junge Erwachsene und Senioren 5 Merkmale haben, Teenager 4, Kinder 3 und Kleinkinder 2. Die Betonung hierbei liegt übrigens auf Können, denn ihr müsst nicht alle Slots befüllen. Aber ich zeige euch das am besten gleich. Wie immer bin ich auch heute bei jemandem der Familie Smith, und zwar bin ich heute bei Maya und ihrem neuen Ehemann Patrick. Die beiden haben ja erst vor kurzem geheiratet und auch davon gibt es ein Video. Anhand der beiden habe ich nämlich den My Wedding Mod von Caradriel vorgestellt, und falls es dich interessiert, blende ich das jetzt einfach hier rechts oben ein. Aber gut, darum geht es heute nicht. Heute spielt sich nämlich alles im Create a Sim ab und deshalb werde ich gleich über den MC Command Center Mod in den Create a Sim gehen. Hier sind wir jetzt im Create a Sim und wie immer sehen wir hier links jetzt die ganzen Merkmale. Wie bereits gesagt, anstelle der 3 Slots haben wir jetzt insgesamt 5 zur Auswahl. Und wie gesagt, ihr müsst eben nicht alle füllen. Hier sind jetzt auch nur 3 ausgewählt und das reicht vollkommen. Und meiner Meinung nach macht es wirklich einen sehr großen Unterschied, ob euer Sim 3 Merkmale oder 5 Merkmale hat. Dieser Mod ermöglicht einfach, dass die Persönlichkeit eurer Sims viel facettenreicher ist. Also anstatt von 3 Charakterzügen hat er jetzt eben 5. Und ja, das ändert wirklich eine ganze Menge. Deshalb ist dieser Mod für mich wirklich ein Gamechanger und meiner Meinung nach gehört er in jedes Spiel. Und nun kommen wir auch schon zum zweiten Mod. Der zweite Mod nennt sich 10 More Traits und wurde von Space Ace gemacht. Und dadurch werden wirklich die Merkmale verändert. Das heißt, durch diesen Mod kommen 10 neue Merkmale hinzu. Das ist übrigens nur einer von 3 Mods in meinem Spiel, der die Merkmale erweitert. Aber keine Sorge, ich stelle alle 3 in diesem Video vor. Aber gut, dann sehen wir uns das jetzt gleich wieder im Create a Sim an. Und schon sind wir wieder im Create a Sim bei unserer Maya. Und dann werden wir uns jetzt die neuen Merkmale ansehen, die dank dieser Mod im Spiel sind. Das erste Merkmal, das es dank diesem Mod gibt, das findet ihr unter Emotional. Und zwar ist es leicht abzulenken. Sims mit dieser Eigenschaft können sich nie auf eine Sache konzentrieren. Also sie lassen sich, wie der Name des Merkmals schon sagt, einfach von allem und jedem ständig ablenken. Das zweite Merkmal findet ihr auch unter Emotional, und zwar nennt sich dieses Merkmal tatsächlich Emotional. Diese Sims haben stärkere Emotionen als andere. Diese Sims sind also leicht auf einmal unglaublich glücklich oder total traurig und die Emotionen sind einfach ausgeprägter als bei anderen Sims. Auch das dritte Merkmal findet ihr hier, und zwar ist es lebenslustig. Diese Sims möchten Spaß haben, und zwar immer und ständig. Wie der Name und die Beschreibung schon vermuten lässt, diese Sims brauchen wirklich die ganze Zeit Spaß und Unterhaltung. Das nächste Merkmal findet ihr unter Hobby, und zwar ist dieses okkulter Ermittler. Sims mit diesem Merkmal untersuchen gerne das Übernatürliche. Und diese Sims wollen eben alles über das Übernatürliche wissen. Also sie recherchieren gerne darüber, sie sprechen gerne darüber, es ist wirklich ihr Lebensinhalt. Das fünfte Merkmal findet ihr unter Sozial, und zwar ist es hier ganz unten willkürlich. Diese Sims sagen willkürliche Dinge ohne Grund. Und ihr habt es euch vermutlich schon gedacht, Sims mit diesem Merkmal reden gerne seltsame Dinge, einfach weil sie es gerne möchten. Übrigens gibt es für diesen Mod noch keine öffentliche Übersetzung. Ich habe ihn nämlich einfach selbst übersetzt, aber wenn du diese Übersetzung gerne hättest, dann schau am besten auf meinem Discord-Server vorbei. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und auch das nächste Merkmal finden wir hier unter Sozial, und zwar ist es selbstsüchtig. Diese Sims denken nur an sich. Sie können nach Komplimenten fischen, sind aufgeregter, wenn sie ein Geschenk erhalten und können angespannt werden, wenn sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Außerdem genießen sie das Rampenlicht. Alle anderen sollten sie genauso lieben wie sich selbst, richtig? Das nächste Merkmal finden wir wieder unter Emotional, und zwar ist es die kurze Aufmerksamkeitsspanne. Sims mit diesem Merkmal langweilen sich schnell. Und auch das nächste Merkmal finden wir hier, und zwar ist es stinkend. Diese Sims scheinen immer zu stinken.
Ja, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Und das letzte Merkmal von diesem Creator, das ist streng. Sims mit dieser Eigenschaft neigen dazu, andere anzuschreien. Also mit diesem Merkmal erteilen eure Sims anderen sehr gerne Befehle und sind dann auch sehr wütend, wenn diese die nicht befolgen sollten. Und schon sind wir beim dritten Mod angelangt. Gleich wie der zweite Mod erweitert auch dieser eure Merkmale im Spiel. Und zwar fügt dieser dem Spiel 9 neue Merkmale hinzu. Aber bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen würdest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen nämlich 2x die Woche Videos über die Sims. Und dann schauen wir uns gleich einmal an, welche Merkmale mit diesem Mod kommen. Der Name des Mods ist ja New Emotional Traits, also wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, befinden sich alle hier in der Kategorie Emotional. Und zwar das erste Merkmal, das hier jetzt neu hinzugekommen ist, ist arrogant. Diese Sims sind sehr selbstbewusst, andere finden ihre Einstellung jedoch unangenehm. Also wie der Name schon sagt, diese Sims glauben eben, sie sind besser als alle anderen und lassen das ihre Mitmenschen auch spüren. Das zweite Merkmal ist ausgeglichen. Diese Sims sind ruhiger als andere Sims und drücken ihre Gefühle nur sehr selten aus. Das dritte neue Merkmal ist gelassen. Diese Sims sind in der Regel gut drauf und bleiben cool und gesammelt. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Diese Sims sind einfach immer und ständig gelassen. Außerdem hinzu kommt Intelligenzbestie. Diese Sims können sehr konzentriert sein, dabei aber auch in ihrem eigenen Kopf stecken bleiben. Also Sims mit diesem Merkmal sind oft fokussierter als andere und sind auch schlauer als die meisten. Und sie kommen auch nicht sonderlich gut damit klar, dass nicht alle so schlau sind wie sie. Das nächste Merkmal ist munter. Diese Sims sind immer glücklich, manchmal aber etwas zu glücklich. Wie man aus der Beschreibung schon herauslesen kann, diese Sims sind immer und ständig glücklich. Und das finden andere Sims sogar manchmal ein wenig gruselig. Außerdem kam das Merkmal Tagträumer hinzu. Diese Sims sind oft inspiriert, verlieren sich aber in ihren eigenen Gedanken. Dann gibt es noch das Merkmal Unruhig. Diese Sims neigen dazu, schnell gelangweilt zu sein und können ganz schnell ganz unruhig werden, wenn sie nichts zu tun haben. Ja, also Sims mit diesem Merkmal brauchen immer und ständig irgendetwas zu tun, ansonsten sind sie ganz schnell ganz schlecht drauf. Dann gibt es noch Unsicher. Diese Sims neigen dazu, beschämt zu sein und werden böse, wenn sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Diese Sims brauchen viel Bestätigung von ihren Freunden und ihrer Familie. Sie sind eben oft beschämt und haben extremes Lampenfieber, wenn sie irgendwo in der Öffentlichkeit auftreten müssen. Und als letztes gibt es eben noch verwirrt. Diese Sims neigen dazu, oft durcheinander zu sein. Sie können sehr leicht verwirrt werden. Ja, hierzu gibt es nicht viel zu sagen. Diese Sims sind einfach verwirrt, vergesslich und verwechseln die ganze Zeit Dinge. Wie bereits angekündigt, ich habe 3 verschiedene Mods in meinem Spiel, die Merkmale erweitern und das ist jetzt der dritte Mod. Und zwar nennt sich dieser Mod Misery Traits und hier geht es eben wieder um mehr Merkmale. Dieser Mod fügt eurem Spiel nämlich 12 neue Merkmale hinzu und zwar sind das alles negative Merkmale. Ich habe tatsächlich nur 9 dieser 12 Merkmale im Spiel, aber ich werde euch jetzt gleich alle zeigen und erkläre dann, warum ich 3 davon nicht in meinem Spiel habe. Und wieder sind wir im Create a Sim. Die meisten dieser Merkmale befinden sich tatsächlich unter der Kategorie Lifestyle. Und zwar ist das erste neue negative Merkmal allergisch gegen Hunde. Sims, die gegen Hunde allergisch sind, haben es schwer, in der Nähe von Hunden zu sein, ohne zu niesen. Das zweite ist allergisch gegen Katzen. Sims, die gegen Katzen allergisch sind, haben es schwer, in der Nähe von Katzen zu sein, ohne zu niesen. Und die dritte neue Allergie ist allergisch gegen Magie. Und wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, wenn euer Sim dieses Merkmal hat, dann beginnt er zu niesen, sobald er irgendwelche magische Präsenz wahrnimmt. Dann haben wir hier noch Hass die Hitze. Sims, die Hitze hassen, mögen warmes Wetter nicht, bringen sie schnell zur Klimaanlage. Also diese Sims haben es eben im Sommer dann besonders schwer. Dann gibt es noch Heuschnupfen. Sims mit Heuschnupfen leiden während der Frühlingsmonate. Und hier gibt es dann noch trockene Haut. Trockene Haut juckt besonders während der Wintermonate für alle Sims mit diesem Merkmal. 2 weitere Merkmale bringt der Mod noch und zwar findet man diese unter Sozial. Und zwar ist das zum einen Alien-Hasser. Alien-Hasser verachten Aliens und sind von ihrer bloßen Existenz angewidert. Und das zweite ist Hasst Vampire. Sims, die Vampire hassen, werden in ihrer Gegenwart wütend. Übrigens, auch diesen Mod habe ich wieder übersetzt, weil es noch keine deutsche Übersetzung gegeben hat. Und wie immer findet ihr auch diese Übersetzung auf meinem Discord-Server und den Link zum Discord-Server natürlich in der Videobeschreibung.
Und wie angekündigt gibt es noch drei weitere Merkmale, die ich aber nicht in meinem Spiel habe. Und zwar sind das asthmatisch, chronische Kopfschmerzen und Seasonal Affective Disorder, also sowas wie Winterdepressionen. Und ich habe diese drei Merkmale aus diesem Grund nicht in meinem Spiel, weil sie mir etwas zu ernste Themen sind. Und Sims ist eben noch immer ein Spiel und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich das nicht in meinem Spiel haben möchte. Übersetzt habe ich aber alles, also keine Sorge, auf meinem Discord-Server findest du die Übersetzung von allen Begriffen. Übrigens gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wie ihr einige der negativen Merkmale hinzufügen könnt. Und zwar müsst ihr dafür einfach auf euren Sim klicken. Und jetzt hier bei diesem Krankenhaussymbol sehen wir können eben die drei Allergien hinzufügen und auch trockene Haut oder Heuschnupfen. Ich gebe ihr jetzt einfach mal eine Allergie gegen Katzen. Und jetzt hier in der Simologie sehen wir, dass sie allergisch gegen Katzen ist und es ist ein Belohnungsmerkmal. Und der letzte Mod auf meiner Liste, das ist der Inborn Personality Mod. Und wie der Name schon sagt, mit diesem Mod können endlich Merkmale weitervererbt werden. Um genau zu sein, besteht die 20%ige Chance, dass ein Merkmal an ein Kind weitervererbt wird, wenn einer der Elternteile das Merkmal hat und eine 40%ige Chance, wenn beide Elternteile ein gewisses Merkmal haben. Dabei ist es auch ganz egal, ob es ein Create-a-Sim-Merkmal oder ein Belohnungsmerkmal ist und für das Kind kommt es dann eben als Belohnungsmerkmal hinzu. Damit der Mod in eurem Spiel auch wirklich funktioniert, benötigt ihr übrigens noch einen zweiten Mod. Aber das alles und noch viel mehr könnt ihr auf der Seite des Creators nachlesen. Der Link ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Aber dann gehen wir jetzt gleich zurück zu Maya und Patrick. Und nun sind wir wieder bei den beiden. Ich habe ihre Merkmale jetzt übrigens auf 5 erweitert, damit wir vielleicht auch wirklich etwas weitervererben können. Also Maya ist aktiv, ehrgeizig, abenteuerlustig, ausgeglichen und romantisch. Und Patrick ist romantisch, aktiv, ehrgeizig, vegetarisch und tierfreund. Also romantisch, aktiv und ehrgeizig haben tatsächlich beide. Und dann werden wir uns jetzt gleich anschauen, ob sie etwas an ihr Kind weitervererben. Und dazu müssen sie jetzt erst einmal versuchen, schwanger zu werden. Es wurde nicht verhütet. Sehr gut, das wollten wir ja. Wir wollen ja immerhin ein Kind bekommen. Gut, das Techtelmechtel ist vorbei. Dann macht sie jetzt schnell einen Schwangerschaftstest. Schwangerschaftstest machen. Und Maya ist schwanger. Perfekt, das hat ideal funktioniert. Da ich jetzt nicht die Zeit habe, auf alles zu warten, werde ich ein wenig cheaten. Und zwar unter MC Pregnancy, hier, werden wir jetzt gleich einmal ändern, wie viele Kinder sie bekommt. Und zwar sage ich, sie bekommt einen Jungen und zwei Mädchen. Einfach nur, damit wir sehen können, wie sich die Merkmale weitervererben. Ich glaube kaum, dass ich da speichern werde, denn ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf Drillinge. Gut, dann ändern wir jetzt das Schwangerschaftsstadium und zwar auf in den Wehen. Gut, dann schicken wir sie schnell ins Krankenhaus. Und zwar Baby im Krankenhaus bekommen. Wir schicken sie alleine los. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Okay, und der Junge heißt Max. Das ist ein schöner Name. Und ein Mädchen. Gina, perfekt. Und noch ein Mädchen. Julia, perfekt. Und jetzt werden wir die drei schnell älter werden lassen, damit wir sehen können, ob es auch wirklich funktioniert hat. Und Max hat Geburtstag. Und jetzt ist Julia älter geworden. Und zum Schluss hat jetzt auch noch Gina Geburtstag. Irgendwer hat uns ein Geschenk geschickt, okay. Perfekt, jetzt sind alle unsere Babys zu Kleinkindern herangewachsen und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Hier haben wir Gina und in ihrer Simologie sehen wir, sie hat eben die normalen Merkmale engelsgleich und neugierig und als Belohnungsmerkmal hat sie jetzt tatsächlich auch romantisch und ehrgeizig bekommen. Also eben beide Merkmale, die auch ihre beiden Eltern haben. Wie sieht das Ganze bei Julia aus? Auch Julia hat beide Merkmale bekommen, also wieder romantisch und ehrgeizig. Wie schon am Anfang gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Merkmal sich weitervererbt, wenn beide Eltern es haben, ist tatsächlich bei 40%. Und da beide Eltern eben romantisch und ehrgeizig sind, ist es auch ziemlich klar, dass das zwei ihrer Kinder haben. Okay, und dann schauen wir jetzt noch bei Max. Max ist tatsächlich nur heikel und engelsgleich, also er hat tatsächlich kein Merkmal weitervererbt bekommen. Und das war jetzt auch schon alles über den letzten Mod, den ich euch zeigen wollte. Ich finde diesen absolut großartig und auch sehr realistisch, dass sich Merkmale eben von Generation zu Generation weitervererben können.
Und schon sind wir wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe euch einige Mods vorgestellt, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Wie gesagt, ich habe alle dieser Mods in meinem Spiel und ich bin auch wirklich begeistert von jedem Einzelnen. Und dann freue ich mich an dieser Stelle wie immer über jeden Kommentar, über jedes Abo und über jedes Like. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!